Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part von Dragon Quest Hüter des Himmels. Im letzten Part haben wir Graugnarz besiegt und nun spricht er mit uns nach diesem Kampf. Imperiale Hün... Ach danke, dass du es einfach mal überspringst, cool. Worauf wartet ihr noch? Wollt ihr mein Leid nicht beenden? Lieber sterbe ich, als mich der Schmach einer Niederlage zu leben. Moment mal, halt, was ist denn hier los? Ich hatte schon im Gefühl, dass hier was im Busch ist. Und was sehe ich da? Ihr schlagt euch wie Kesselflicker. Ich habe zuerst da was ganz anderes als Kesselflicker gelesen. Ich dachte, ihr wolltet Graugnarz um Hilfe mit diesen dunklen Drachen bitten. Dunkler Drache. Also treibt Barbaros wieder einmal sein Unwesen. 3 lange Jahrhunderte sind vergangen, seit ich diesen Teufel besiegt habe. Tja, das hast du jetzt wohl vermasselt. Und jetzt hör zu. Hier ist nämlich deine Hilfe vonnöten. Verstehe. Ihr wollt also, dass ich mich in die Lüfte schwinge und Barbaros noch einmal besiege? Oh, ich weiß nicht. Vielleicht reichen ja auch einmal erstmal ein paar Ratschläge, oder? Du hältst mich also für eine tatrige Echse, die zu alt zum Kämpfen ist, ja? Aber was soll's. Ich wollte euch eh nicht helfen. Glaubt ihr wirklich, ich würde euch Imperiumsratten dieses armen Märchen von Barbaros Rückkehr glauben? Graugnarz, sei vernünftig. Schon gut, Graugnarz. Wir haben es ja verstanden. Du willst nicht helfen. Tja, ihr habt den alten Brummbären gehört. Wenn er sich wie ein Riesenbaby aufführt, ist leider nichts zu machen. Alter, das ist voll die Rowdy, Senioren, ey. Das ist ja ein richtiger Hardliner, ey. Wie die sich benimmt, ey. Tja, wenn er sich wie ein Riesenbaby aufführt... Alter, die Omi hat's drauf, ey. Die hat Style, die Omi. Tut mir wirklich leid, aber am besten geht ihr jetzt selbst wieder. Genau, haut ab, du kommst dir nicht mehr unter meine Augen. Okay, aber bevor ich das machen werde, will ich ganz kurz hin... Unsichtbare Wände in der Nutshell. Cool, nein. Hast du mir noch was zu sagen, hä? Es ist einerlei, ob ihr ein Werkzeug des Imperiums seid. Euer Gestank beleidigt meine Nüstern. Hinfort! Wenn der alte Audegen nicht will, kann ich euch leider nichts tun, Schätzchen. Tut mir wirklich leid, Kleine. Kleine? Ich bin ein Junge. Am besten geht ihr wieder. Ich bin ein Junge, kein Mädchen. Puh, wer hätte gedacht, dass der Held des Himmels solch ein alter Stinkstiefel ist? Ha, versteht ihr Stinkstiefel, obwohl ich ja am Stinken bin. Ja, genau. Naja, aber wenn man vor 300 Jahren gegen das Imperium kämpft hat und immer noch lebt... Besonders eindrucksvoll sah er ja nicht aus. Falls er jemals ein Held war, ist er der Einzige, der sich daran erinnert. Es hätte jetzt doch richtig gepasst, wenn sie gesagt hätte, vielleicht noch die Oma. Aber er hat dir doch nicht mal immer zugehört und fliegen kann er auch nicht. Ich glaube, wir haben auf den falschen Gaul gesetzt. Das würde ich jetzt vielleicht nicht so sagen. Aber wir schauen jetzt einfach mal, dass wir hier wieder wegkommen und wieder zurück nach Magma-Gipfel gehen. Teleportieren wir uns wieder zum Magma-Gipfel. Ach! Och, Mann! Nein! Nach Brennbergen! Ups! Da habe ich mich wohl ein bisschen an der Kreuzung versehen. Da habe ich die Ausfahrt wohl verpasst. Mist! Was? 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 Musikbug! Was geht hier denn? Hier ist jemand gestorben? Was? Was? Was ist denn hier los? Sieh mal an, ihr klitzkleinen Leute, habt sogar den Mut, uns anzusprechen. Ist doch wirklich zu drollig. Würmer wie ihr sollten sich lieber verkriegen und nicht die schädlichen Mäuler öffnen. Wart ihr das oder was? Wir sind Soldaten des allmächtigen und ewigen Imperiums von Großbritannien. Aber dessen seid ihr euch ja sicher bewusst. Und da Brennbergen seit jeher eine Brutstätte für anti-imperiale Anführer ist, streichen wir es einfach von der Landkarte. Es wäre wirklich außerordentlich nett, um uns zu gestatten, euch und diesen grausigen Graugnarz für ein für alle Mal auszumerzen. Wow. That escalated quickly. Okay, mit einem halb angeknacksten Team wieder. Kann man mal machen. Ach, Leute, wisst ihr eigentlich, wie heiß das hier gerade bei mir ist? Ich glaube, wir haben es gerade 30 Grad draußen. Ich sitze hier oberkörperfrei. Ich sitze hier nackig, meine Freunde. Und meine Hände schwitzen. Ja, mein Controller ist so eingefettet, Alter. Das ist richtig ekelhaft. Boah, Alter, ist das kacke hier gerade. Ohne Flachs, das ist hier gerade mega am
mega am Dösen, kann man nicht sagen. Ich bin hier gerade mega am Schwitzen. Nein, nicht knack. Boah, ich dachte gerade, Krach will ich einsetzen. Weil Krach ist sehr effektiv gegen die. Seht da, ja, weil ich viel Schaden macht. Daniel bringt es auch noch dazu, dass jemand nicht angreifen will. Boah, ausweichen sogar. Duncan ist der real MVP. 70 Schaden. 32 ist aber auch nicht ohne. Aber die kriegen ja wieder Reflexionsschaden. An den Kampf kann ich mich sogar erinnern. Unglaublich, aber wahr. Und ich kann mich sogar erinnern, dass er relativ hart war. Zumindest dieser, wie heißt der, Albatros? Nein, Albrecht. Der Albritter. Dass der relativ hart sogar war. Naja, aber ich denke mal, wir schaffen das. Selbst mit einem halb angeknacksten Team. Das sollte easy machbar sein. Oh. Ah gut, die gehen auf mich. Ich habe ja noch ganz gut Leben. Was? Was? Die haben mich jetzt einfach mal vergiftet? Was geht denn bei euch? Leute, bleibt mal ganz geschmeidig da. Ich weiß, dass da unten vielleicht ein bisschen sehr stickig werden kann in diesen Rüstungen. Oh, der eine Stinkurio wurde schon besiegt. Das ist unter diesem Anzug Albritter auch besiegt. Ich beende meinen Satz gar nicht mehr. Oh fuck, Stoßwirbel. Das ist sowas wie Faustwirbel, halt nur mit einem... Naja, mit einer Lanze. Mit einem Speer. Apropos Speer, wir haben in Sport erst letztens Speerwerfen gemacht. Ich kann's überhaupt nicht. Moin moin, ich kann's überhaupt nicht. Ich kann Speerwerfen überhaupt nicht. Aus 5 Würfen habe ich nur 2, hab's nur geschafft, dass 2 Speere auch im Boden stecken blieben. Von 5 Würfen. Eieiei, das ist nicht meins. So, was machen wir hier? Glauben? Nein, Glauben machen wir lieber jetzt. Nee, Schild machen wir ja bei mir, habe ich ja gesagt. Ja, Stocktalent, ne? Würde ich da mal sagen. Hier, Kältekombo bei 76. Okay, hört sich sehr interessant an. Da können wir ja drauf arbeiten. Ach, die kriegen nichts hier. Wir kriegen nichts gedroppt von denen. Was sind das denn für Nichtsnutzer? Wo sind diese Ritter hin? Wo sind denn deine Ritter? Güte. Diese Rebellen sind wohl doch nicht so wieder hinterwälderisch. Wir müssen den Hauptmann informieren. Hauptmann Kautz? Uhu, nicht nötig. Ich habe eure bestimmte Niederlage mit eigenen Augen gesehen. Hauptmann Kautz, hallo. Hauptmann Kautz, bitte, Hilfe. Ich habe kaum, dass jemand, der im Kampf gegen ein gewöhnliches Sterbliche unterliegt. Meine Hilfe würdig ist. Ich bin kein normaler Sterblicher, Kautz. Dumme Eule, hässliche Fratz. Vielmehr sollte man ein Exempel statuieren, du Hund. Zwar an denen, die dem guten Namen Großbritannien Schande bereiten. Nein, Herr Hauptmann, ich auch. Nein. Hilfe! Ah! Was? Was? Was hat denn der jetzt mit dem gemacht? Wem hier? Ich wusste doch, dass ich doch irgendwo erkenne. Du bist Aquilas Schüler, nicht wahr? Und du lebst. Dann sind es nicht nur Graugnatz und sein Gesindel, die eliminiert werden müssen. Aber das ist ja Nuhu nicht so wichtig. Duhu, Graugnatz, Brennbergen, Uhu und überhaupt alle auf diesem Berg werden schon bald der Vergangenheit angehören. Und wieso kannst du fliegen? Und das so schnell? Alter, du bist mega schnell hochgesaust. Hauptmann Kautz zieht ab. Ja, zieht ab. Und es kehrt wieder in Frieden. Hauptmann Kautz zieht ab und es kehrt wieder Frieden in Brennbergen ein. So. Mein Gott, ist zu warm draußen. Kann nicht richtig lesen. Weil es auch so viel mit der Wärme zu tun hat. Vielleicht, wenn wir es 40 Grad hätten und ich nicht mehr wirklich klar denken kann, aber ich bin noch in einer guten Verfassung. Ist im Weg der vielen Verletzungen. Ah, ja, überfüllt. Davon sehe ich ja sehr viel. Ihr seid ja mega überfüllt. Ich sehe schon gar nicht mehr die Betten vor lauter Menschen hier. Alter, so voll seid ihr hier wegen den ganzen Verletzten. Ich bin ja immer noch verletzt. Vergifte, wollte ich natürlich sagen. Ja, gut, Daniel, sorg du mal ein bisschen dafür. Danke, Daniel. Ich finde es immer ganz schön, ein Priester im Team zu haben. Vor allem, wenn du der Priester bist. Gehen wir mal wieder nach oben zum Magmar. Wir müssen mal wieder mit dem lieben Graugnatz reden. Graugnatz, es gab hier ein Problem. Dein Berg wurde angegriffen. Graugnatz, bitte rede mit mir. Offenbar hat euch die Botschaft, die ich in der Alpha mitgegeben habe, nicht erreicht. Hinfort mit euch in das Dorfwürmchen. Lasst euch die Botschaft geben und geht weise damit um oder kommt nie wieder her. Was hast du eigentlich gegen mich? Du hast mich angegriffen. Nur weil du so ein Schwächling bist und dich dann von mir besiegen lässt.
Musst jetzt hier nicht einen auf, ja, wie die alte Omi da schon gesagt hat, musst jetzt hier nicht einen auf Baby tun, ja? Mein Gott, ey. Einmal mit einem richtigen Experten arbeiten, ne? Nein, hier, anscheinend muss ich hier mit Leuten arbeiten, die gefühlt 2 Jahre alt sind, ey. 300 Jahre alt, ey. Nicht, dass ich anfange zu lache. Nicht, dass ich anfange zu lache. Ich muss hier gar nicht hin. Ich nehme die Abkürzung. Ist wahrscheinlich gar keine Abkürzung. Egal, ich nehme sie trotzdem, weil sie doch irgendwie abkürzerisch ist. Was? Was? Was laber ich? Wieso steht dieser alte Mann davor? Du standst hier vorher auch noch nicht. Was machst du nun hier? Bist du ein Geist? Soll ich dich in den Himmel führen? Ich weiß ja nicht. So viele Fragen und doch keine Antworten. Hallo Omi, ich bin wieder da. Hast Plätzchen für mich gebacken? Wo ist Großmütterchen? Ah, Großmütterchen, hallo. Ah, da seid ihr ja. Ich habe euch schon gesucht. Ich habe eine Nachricht für euch von Graugnarz. Der alte Stinkstiefel will euch jetzt doch anhören, warum auch immer. Allerdings stellt er ein paar Bedingungen. Er meinte, wenn ihr sofort raufgeht und ihm ein Fässchen trunkener Drache mitgibt, gibt euch... Sagt doch einfach mit anderen Worten, er will Alk. Er will sich besaufen da oben auf dem Berg. Natürlich. Trunkener Drache ist ein lokales Getränk. Zu einem Gläschen konnte der alte Graugnarz noch nie Nein sagen. Er wird in den Lagerraum dort die Treppen runtergebraucht. Am besten holt ihr euch ein Fässchen. Alter, also nichts gegen die alte Dame jetzt, aber Bier für ein Drachen. I thought this is a game for kids. Hallo. Was, der alte Graugnarz hat euch gebeten, um ihn ein bisschen trunkener Drache zu bringen? Naja, eigentlich müsste er noch ein paar Tage reifen, aber da Graugnarz eh kein großer Connoisseur ist. Connoisseur ist ein anderer Name für Weintester. Hier bitte ein Fässchen des besten Getränks der Welt. Genau das Richtige, um bei Graugnarz ein paar Punkte zu sammeln. Ein Fässchen trunkener Drache. Der Name sagt eigentlich schon, dass es nur Alk sein kann. Das kann eigentlich nur Alkohol sein. Der will sich da oben echt einen benebeln. Der will sich einen schön wedeln. Nein, halt, das ist ja... sich den Kasper flapschen. Der Drache will sich den Kasper flapschen. Du, Opa, wie lässt man sich überhaupt den Kasper flatschen? Dafür brauchst du erstmal eine richtig dicke Knabenhand. Hallo, Graugnarz. Ihr sollt doch allein kommen. Warum so feige? Hinfort mit... Wir sehen uns im nächsten Part. Habt noch einen schönen Tag. Tschüss, Kowski und Kowski. Bye, bye.